Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, in unserer heutigen Folge stellen wir wieder zwei Katzen vor, denen die Begrenzungen des Tierheims sehr missfallen. Das schöne Morle war schon einmal an dieser Stelle zu sehen, da suchten wir ihre Besitzer. Das in Hohenkirchen gefundene, auf ein Jahr geschätzte Katzenmädchen wurde in der Arche Noah kastriert und sucht nun ein neues Zuhause. Ein Besitzer hat sich leider nicht gemeldet. Es ist eine sehr nette und verschmuste Mieze. Im neuen Zuhause können auch gern Kinder leben, von denen sie sich sicher verwöhnen lässt. Mit kastrierten Katern verträgt sich das Morle auch sehr gut. Es wäre schön für die junge Mieze, wenn sie bald wieder Freigang genießen könnte. Die zweite Vorstellung hat ein gewichtiger, rotgetigerter Kater, der Ende Arche Noah auf ungefähr 6 Jahre geschätzt wurde. Der Tiger hielt sich längere Zeit immer wieder in der Von-Zach-Straße in Gotha an einer Futterstelle für wilde Katzen auf. Da er sichtlich nicht zu den wild lebenden Katzen gehört, wurde er zu Arche Noah gebracht. Der gut genährte und gepflegt aussehende Kater ist sehr zahm und menschenbezogen. In der Arche Noah ist er schüchtern und versteckt sich am liebsten. Der Tiger ist auch schon kastriert, sodass Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, dass er ein Zuhause hat. Für ihn werden seine Besitzer gesucht. Vielleicht waren sie im Urlaub und das Katerchen hat sich Gesellschaft gesucht. Er wartet jedenfalls dringend auf Rettung aus der Gefangenschaft.